Yo, was geht ab, Leute? Wakes wieder am Start und willkommen auf meinem Kanal zurück, Leute. Freut mich, dass ihr wieder am Start seid. Und ihr könnt es bereits im Titel lesen, meine ersten Food Champion Spiele ever. Es sind zwar nicht wirklich meine ersten Food Champion Spiele, aber es sind die ersten, die ich auf Ernst spielen werde und euch auch zeigen werde. Und Leute, ich glaube, ich habe vor, jetzt jedes Wochenende mich hinzusetzen und diese 40 Spiele auf der Xbox One durchzuziehen. Leute, motiviert mich mal einfach mit einem Daumen hoch. Haut einen Daumen hoch raus, wenn ihr diese Food Champions Videos von mir sehen wollt. Ich würde sagen, 7000 Likes sind zu knacken. Wenn ihr die 7000 Likes bis nächste Woche schafft, dann werde ich auf jeden Fall weiter diese Food Champion Videos aufnehmen. Heute, wie gesagt, meine ersten drei Spiele. Und ich würde sagen, ich zeige euch direkt das Team, mit dem ich antreten werde. Bumm, ich gehe rein und schaut euch einfach das Team an. Bam, Alter. Ich finde, das sieht einfach mega nice aus. Manuel Neuer, Boateng, Alaba, Vidal. Das Bayern-Dreieck, ihr kennt das hier mit Manuel Neuer im Tor. Und der Rest ist eigentlich aus La Liga. Neymar, Griezmann, Bale, Modric, Rakitic, Carvajal auf der Bank. Haben wir noch Kanté, Wants to Watch am Start. Dieser Spieler, ungelogen, Leute. Er rasiert unnormal. Den wechsle ich öfters mal ein. Martial, Varane, Rodriguez kann man auch mal einwechseln. Der Rest besteht aus Bronzespielern bei mir. Und ich weiß nicht, ob ich diese Weekend League alle 40 Spiele schaffen werde, weil ich fliege am Montag, für die Leute, die es noch nicht wissen, in Urlaub zusammen mit Pro Owns, FIFA Gaming, Kubanito und iCrimex. Wir sind alle zusammen in Dubai ab Montag. Einfach nice. Ich freue mich schon übelst auf diesen Urlaub. Entspannen. Aber ich werde natürlich so weit wie möglich versuchen zu spielen und euch dann auch den Stand zeigen. Heute aber erstmal meine ersten drei Spiele. Und ich würde sagen, schreibt jetzt alle, wenn ihr Bock auf diese Food Champions Videos habt, Hashtag Food Champions in die Kommentare. Dann weiß ich Bescheid. Und wir gehen zum ersten Gegner. Ich werde das blaue Trikot auswählen. Ich bin gespannt, wie diese Weekend League so laufen wird für mich. Wie weit ich diese Weekend League spielen kann, Leute. Unterstützt mich bei der Serie, wenn ihr Bock darauf habt. Dann werde ich mich am Wochenende immer da hinsetzen. Und der Typ hat die 4-1-2-1-2, die zweite Formation am Start. Ist eine nicht schlechte Formation. Ich würde sagen, let's go. Am Anfang stelle ich immer um, Leute. Ich stelle am Anfang immer mein Team ein bisschen um. Tu dann Modric dahin, da. Und dann werde ich noch ein paar Anweisungen machen bei den Rechtsverteidigern. Das solltet ihr auch machen, wenn ihr hoch spielen wollt. Mein Ziel ist es ja, Elite zu schaffen. Elite 1 natürlich. Oder sogar die Top 100. Let's go, es geht los. Geh ab, Bane. Geh ab. Okay, nochmal abbrechen. Neymar geht jetzt aber. Schön, schön, das ist das 1-0, ich sehe es doch. Griezmann jetzt, Griezmann mit dem Schuss aus der Drehung. Die Ecke fiel mir kurz aus. Boateng, Boateng, setz dich durch, fast das 1-0. Boateng ist so ein Biest, ohne Witz, Leute. Bale, Bale, 1-0, so läuft das Ding. Spiel, Mann. Motivation ist... Leute, ihr merkt das, ich konzentriere mich die ganze Zeit richtig stark, weil ich einfach nicht verlieren will. Food Champions ist alles. Das ist, da muss man sich komplett konzentrieren. Da
Da muss man sich einfach komplett konzentrieren und da macht man so eine Bälle rein. 5:2, erstes Spiel. Ja, Mann, Freunde, wir gewinnen das erste Spiel mit 5:2. Das ist ein richtig heftiger Start. Und ich glaube, das war verdient. Ich kann euch das hier zeigen. Erster Sieg ist drin. Das war auch wirklich mein erstes Spiel. Ich zeige euch das mal kurz, nicht, dass dann welche sagen, ey, das war nicht dein erstes Spiel oder so. Und Leute, wenn ihr mich hier unterstützen wollt bei dieser Serie, wenn ihr wollt, dass ich das weitermache, wie gesagt, lasst einen Daumen hoch, dann sehe ich, dass ihr Bock darauf habt. Ich habe richtig Bock drauf, ich bin motiviert, ich will immer besser werden von Wochenende zu Wochenende und mich steigern und irgendwann dann mein Ziel von der Top 100. Das werden wir zusammen schaffen, Mann. Und da ist der zweite Gegner gefunden. Mal gucken, was der für ein Team haben wird. 4-1-2-2 spielt er auch. Und ich hasse diese Abwehr, ich hasse diesen Courtois, der ist so heftig. Richtig stark von ihm gemacht und der Schuss war nicht stark. Oh mein Gott, nein. Nee, oh Mann, dafür hasse ich Courtois. Was? Er pfeift ab, Leute, Mann! Geht doch, Neymar, endlich so verdient. Ja! Typ drückt Start, auf einmal hängt das. Schön. Griezmann. Komm. Er denkt, ich ziehe in die Mitte, ich bleib außen. Jetzt ziehe ich in die Mitte. Nein! Was macht Boateng da vorne? Geh mal ganz schnell zurück, Boateng. Ey! Ey, Cavani ist um und Mann, was ist das denn für ein Tor? Komm, mach dein Time-Wasting. Ich weiß es doch, dass du Time-Wasting machst. Dann krieg ich den Ball noch einfacher. Ja, ja, Junge. Immer diese Time-Wasting in Food Champions. Unnötiger Loose, man. So einen Start hatte ich noch nie in die Food Champions Weekend League. Egal, Leute. So eine Niederlage darf euch nicht unterkriegen. Ihr müsst einfach durchziehen. Es ist immer noch 39-1 drin. Auch wenn ich das nicht schaffen werde. Aber es wäre zum Beispiel immer noch drin. Dritter Gegner ist gefunden. Und auch er hat wieder Martial und so weiter im Team Smalling. Aber das Team geht zu schlagen. Mein Team ist auf jeden Fall besser. Bin ich ehrlich, Leute. Ich würde sagen, wieder volle Konzentration. Und jetzt muss ich das Spiel holen. Das eben war ärgerlich. Aber draufgeschissen. Weiter geht's. Bale Neymar. Teufelsdreieck. Und da ist der Ball durch. Und da ist der Ball drin. 1:0, fünfte Minute. Ey, so einfach geht das, Leute. Ehrlich. Not bad. Der war gefährlich. Nee. Nee. Oh, hallo! Boah, oh mein Gott! Ehrlich, Leute, ich hätte geheult, wäre ich gerade an seiner Stelle gewesen. Der hätte drin sein müssen. Der hätte drin sein müssen, der Ball. Aber man kann ja nicht alles in FIFA kriegen. Mein ganzes Team ist einfach vorne. Mein ganzes Team ist einfach vorne. Ey, wo ist mein Team? Ey, ohne Witz, habt ihr das gesehen? Komm, Jungs. Tempo. Neymar ist so krank. Ey! Ich hab. Schön. Komm, daraus entsteht ein Tor. Ich seh's doch. Das sieht man immer, wenn ein Tor entsteht. Das sieht man einfach, das sieht man, Leute, auf Ansage, Neymar, links, rechts, bam, er haut den immer rein. Hey, das war so gut gemacht und dann geht er nicht rein, Leute, wie viel Pech kann ich haben?
Ey, alles viel zu eng da hinten. Oh, Golasso, alles sicher gemacht. 85. Minute, zweites Game von 3 gewonnen. Ich muss durchziehen am Wochenende. Ich muss durchziehen und jedes Game jetzt noch gewinnen. Aber mein viertes geht auch noch. Jetzt geht noch ein viertes. Jetzt muss der Gegner ein bisschen aufmachen. Aber er bleibt trotzdem auf Defensiv. Guckt euch das an. Gegner, du musst doch mal ein bisschen überlegen. Und das Spiel ist zu Ende. Wenn ihr das sehen wollt, dass ich euch immer die ersten 3 Spiele und dann vielleicht sogar die letzten 3 Spiele zeigen soll, dann lasst einen Daumen hoch da. Heute leider nur 2 Games gewonnen. Das ist mir noch nie passiert in Foot Champion. Aber irgendwann kann man immer mal ein Spiel verlieren. Ob es jetzt das 2. oder das 30. ist, spielt am Ende keine Rolle. Hauptsache, man bringt eine gute Leistung, Leute. Und ich würde sagen, wenn ihr das alles gemacht habt, einen Daumen hoch gegeben habt, Hashtag Foot Champions in die Kommentare geschrieben habt, damit ich Bescheid weiß, dass ihr diese Serie feiert und das von mir sehen wollt, dann werde ich das auf jeden Fall weiterhin machen, Leute. Checkt auf jeden Fall noch meine Klamotten ab oder günstige FIFA-Coins, falls ihr euch auch so ein krankes Team zusammenbauen wollt. Im Laufe dieser Serie will ich mir auf jeden Fall noch für Neymar Cristiano Ronaldo holen. Hier noch ein Suarez rein, vielleicht der Totti Suarez, irgendwann mal Squad-Builder Suarez. Und ihr seht ja noch, das Team ist auf jeden Fall noch ausbaufähig. Man kann noch ein bisschen was machen, ein paar Legenden und so rein. Ich hoffe, euch gefällt das Ganze. Ich würde sagen, ich bin raus, Leute. Haut rein, bis zum nächsten Mal und Peace.